Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zu Castle Story. So, wir beenden gleich mal die Pause, weil sonst verpassen wir das Bauen. Also ich habe die Pause angemacht, damit wir das Bauen nicht verpassen. Und lassen unsere Brickthorns mal weiter den Grundriss legen. So, wenn wir den Bauauftrag schauen, sehen wir, dass wir schon ziemlich viel gelegt haben, was den Grundriss angeht. Und jetzt aber mal langsam um die Türme selber kümmern müssen. Also ich denke mal, unsere Mauern lassen wir reingehen in die Türme. Das war einer zu viel. So. Sieht ja schon mal okay aus. Das heißt, die Dinger brauchen diese hier. Und dann können wir... Nee, halt, erst machen wir das hier. Nee, nicht so. Nicht so. Ich glaube, den Dinger brauchen wir gar nicht. Wir brauchen eher den hier. Oder brauchen wir den doch? Okay, das ist jetzt die gute Frage. Wie machen wir das? Also ja, wir brauchen auf jeden Fall hier solche. Wenn wir das weglassen würden und die Mauer nur hingehen lassen würden, dann würden wir solche brauchen. Wir haben ja hauptsächlich nur solche. Ja, so würden wir es dann machen. Ah, das war falsch. Das sieht richtiger aus. So. Das heißt, die beiden wieder raus. Das rein. Das rein, ja. So, planen wir auch gleich mal die nächste Reihe, weil dann können wir die einfach oben bzw. an den anderen Türmen ansetzen. Brauchen wir wieder die hier. Ah, leck, ich mag dich nicht. So, brauchen wir wieder das Gegenstück dazu. Hier und hier. Hier und hier.
Und die Einzelziegel hier. Gut, das heißt, wir können unser extra Werkzeug nehmen. Die Blaupausen. Mal auswählen. Na komm. So ist das nicht auch nicht gerade sehr hilfreich. So, ich glaube, das dürften alle Blaupausen sein. Die aktuellen Blaupausen kopieren. Und das sind nicht alle. Ups. Mist, jetzt haben wir auch noch abgebrochen. Oder nee, haben wir nicht. Auch gut, gut. Was passiert, wenn ich die kopiere? Dann kriege ich das ganze Ding. Die will ich aber nicht hier drauf packe. Also nicht das Ganze. Baut es mal da oben auf. Dann wählen wir es aus. Ah ne, machen wir es anders. Kann man eigentlich zwei Dinger zusammenführen? Nö, kann man leider nicht. Also bewegen wir mal die weg. Nehmen wir als nächstes die hier. Ja, eine Kopie davon können wir auch machen. So, das heißt die entfernen. Die verschieben. So, das Ganze kopieren. Und nochmal kopieren. So, und noch ein letztes Mal schnappen. Darum bewegen. Und da habe ich einfach eine Ecke vergessen, kann das sein? Ja, die Ecke da, oder? Nee, doch nicht. Ah. Gut, dann packen wir die Ecke einfach so mit rein. Okay, und wenn wir schon dabei sind, auch gleich die Mauern. Hier an allen Stellen. So.
Wenn ich jetzt in den Bauauftrag gucke, dürfte alles soweit stimmen. Yay. Das Einzige, was nicht stimmt, ist, dass uns der Stein ausgehen wird. Aber da wird ja zum Glück hier für Nachschub gesorgt. Ich könnte hier noch einen Steinbruch erstellen. Weil also im Steinbruch können ja auch nur 8 Leute gleichzeitig arbeiten. Und wir haben mittlerweile 14. Aber da wir ja nur uns ums Bauen gerade kümmern, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, Treppen müssen wir jetzt als nächstes planen. Ich überlege gerade, machen wir die Mauern 4 oder 5 hoch? Machen wir das mal von den Toren abhängig. Gucken wir uns mal das Ganze an. So, verstärkte Tür. Ist okay. Dann brauchen wir blockmäßig. Das Parapet. Na, das gefällt mir besser. Das hier ist recht schlicht. Ganz ehrlich, erkennt ihr mal gerade den Unterschied zwischen 1 und 2? Ah, es ist dicker, okay. Ja, da hätte ich gern das dickere Parapet. Das sieht dann etwas massiver aus. Also ja, 4 müssen wir es auf jeden Fall hoch machen. Ich würde aber sagen, 5. Ebene können wir auch noch drauf geben. Da sieht unser Tor schön massiv aus. Eine 6. wäre übertrieben, oder? Ja, wenn ich es mir so ansehe. Ja, voll. Eine 6. Ja, machen wir es so hoch. Also 6 Ebenen hoch. Ist jetzt die nächste tolle Frage. Wollen wir Treppen, die nach oben gehen, oder wollen wir Rampen, die nach oben gehen? Das ist auch noch ein interessanter Gedanke, den es zu lösen gibt. Also erstmal Änderungen löschen. Wir wollen auf jeden Fall schöne, massive Steinsäulen.
Wir sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5 hoch. Wisst ihr was? Mist. Das war jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Das war nämlich genau das, was ich vermeiden wollte. Mist. Jetzt darf ich nochmal von vorn anfangen. So halber. So, der Turm hier sieht fast fertig aus. Da fehlen nur die da, an die sie gerade nicht rankommen. Ja, den Turm hier wieder hinkriegen. Oh, ich habe hier die Mauer vergessen. Hehehe. Ja, wenn Pannen passieren. Dann machen wir die erstmal nur zwei hoch. Achso, da ist schon Stein, den ich gerade nicht richtig erkannt habe. Da sind wir schon so weit. Und hier auch, gut. So, wir nehmen jetzt den Bauauftrag hier zum Planen. Wenn wir sie hier bauen lassen. Also. Nehmen wir nicht die ganz massive Säule. Sondern die etwas niedrigere. So, wir haben gesagt, wir machen den Turm 6 hoch. Wir brauchen dafür dann eine L-Not in dem Fall hier. So, weil wir eine Rampe machen wollen. Wird das schon mal nichts werden, weil wir die Rampe nicht bis nach da unten kriegen.
Edgy Badgy, okay. Änderungen löschen. Oh, und das war übrigens dann sehr doof von mir. Oder den Torhäusern ist es egal.